Hallo ihr Leseratten. Willkommen zum vierten Türchen des Chaos Adventskalenders. Ich habe euch das Fest von John Grisham mitgebracht. Ja, und das möchte ich einfach mal näher vorstellen. Zuerst der Klappentext. Wie wäre es, Weihnachten einmal ausfallen zu lassen? Keine endlosen Weihnachtsfeiern, kein aufwendiger Lichterschmuck im Haus und Garten, keine zusätzlichen Funde durchs Festessen, keine Karten, keine überflüssigen Geschenke, stattdessen eine luxuriöse Kreuzfahrt durch die Karibik? Diesen großartigen Plan fassen Luther und Nora Crank, als ihre Tochter zum ersten Mal seit Jahren Weihnachten nicht zu Hause verbringt. Doch der Weihnachtsboykott erweist sich als schwierig. Freunde, Kollegen und Nachbarn sind entsetzt. Nora und Luther werden unerwartet zu verachteten Außenseitern. Ja. Wer John Grisham kennt, weiß eigentlich, dass er Justiz-Thriller schreibt. Dieses Büchlein, ist es nicht gerade dick, hat nur 208 Seiten, ist alles andere als ein Thriller. Es ist nicht einmal ein Krimi. Es ist einfach ein lustiger, ja, nicht übermäßig übertrieben lustig, aber man kann an einigen Passagen schon sehr gut lachen, ein lustiger Weihnachtsroman. Also ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Buch. Und es gibt auch eine Verfilmung dazu. Wie die heißt, möchte ich noch nicht verraten. Dazu später noch mehr. Aber den Film habe ich gestern gesehen. Passend, damit ich euch das auch noch ein bisschen erklären kann. Der Film ist, sagen wir mal, zu 90% dem Buch identisch. Ich meine, es ist klar, dass Filme immer gekürzt werden. In dem Fall wurden noch einige Szenen zusammengeschoben, die vorher im Buch nicht so zusammen waren. Dadurch wurde einiges ein bisschen verändert, aber nicht wesentlich. Es hat sich nicht großartig auf die eigentliche Story ausgelebt. Allerdings wurde auch etwas komplett geändert. Eigentlich nur eine Uhrzeit, aber das hat einiges verschoben. Und es wurde etwas Neues hinzugenommen im Film. Aber ansonsten ziemlich gleich, war genauso lohnenswert wie das Buch. Ja, und damit ich euch heute nicht nur eine kurze Videorezension zu diesem Buch gebe, weil es ja Adventskalender ist und in einem Adventskalender soll es ja darum gehen, dass man etwas bekommt, wenn man das Türchen aufmacht, bekommt ihr dieses Buch, das hier ist meine Ausgabe, die andere liegt jetzt da gerade hinten, ich will es auch gerade nicht aufstehen, die holen. Auf jeden Fall bekommt ihr einmal dieses Buch, doch damit nicht genug. Ihr bekommt auch noch drei Lesezeichen. Ich hoffe, man sieht den Unterschied. Ja, in der Kamera sieht man das wunderbar. Diese Schneeflocken-Lesezeichen mit Bändchen dran. Drei Stück. Und habe ich euch gestern noch besorgt. Zwei Tarts von Yankee Candle. Das sind einmal Vanilla Satin. Den habe ich vor kurzem mal ausprobiert und ich fand ihn super. Ich stehe ehrlich überhaupt nicht auf süße Vanilledüfte oder sowas. Aber der ist nur ganz, ganz zart vanillig. Deswegen ist es gut. Also mir gefällt er zumindest. Und einmal Christmas Tree, weil ich dachte so, Weihnachtsbaum, Weihnachten passt. Der ist, ja, riecht halt nach Tanne, ne? Ich hatte zwar so einen ähnlichen schon, habe mir den jetzt aber auch nochmal gekauft, um zu probieren. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Also da weiß ich jetzt nicht genau, er riecht einfach nur nach Tanne. Ja, ganz eindeutig nach Tanne. Gut. Die Sachen könnt ihr also alle gewinnen. Das hier ist ein Paket für euch. Und was ihr dazu tun müsst, ist eigentlich, naja, was heißt einfach? Ich hoffe, dass es einfach ist. Eigentlich ist es einfach. Ich habe es auch ausprobiert und es funktioniert. Ich habe nämlich eine Frage. Und diese Frage betrifft natürlich dieses Buch. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie heißt die Verfilmung zu diesem Buch? Ich gebe euch im Moment erstmal noch keine Tipps oder sonst irgendwas. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ihr kriegt es raus. Wer pfiffig ist, der findet das. Und ich gehe mal davon aus, ihr seid alle pfiffig. Gut. Wie könnt ihr teilnehmen? Da dieser Adventskalender ein Blog-Adventskalender ist, müsst ihr, wenn ihr jetzt auf YouTube seid, auf meinem Blog gehen, den ich unten verlinke. Ich verlinke euch direkt das Türchen. Und dort einen Kommentar hinterlassen mit der Antwort zu der Frage. Genau. Das sind eigentlich alle Teilnahmebedingungen. Zusätzlich möchte ich euch noch sagen, dass es am 25. Dezember noch eine Zusatzverlosung gibt, eine Abschlussverlosung, wo ihr nochmal tolle Sachen gewinnen könnt.
Da ist das Ganze aber ein bisschen kniffliger, da gibt es kein extra Türchen. Da wird nämlich in jedem Türchen werden Buchstaben verstreut sein, die ihr finden müsst. Mit etwas Grips könnt ihr das auch wunderbar lösen, das ist gar kein Problem. Findet diese Buchstaben, setzt diese Buchstaben zusammen und sie ergeben einen Satz. Alle Angaben, alle Bedingungen, auch zur Ausschlussverlosung, findet ihr auf meinem Blog. Da wird nochmal alles genau erklärt, wenn ihr mitmachen wollt. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Die anderen beiden, anderen beiden, ja. Heute ist der dritte, nee, heute ist der zweite. Was rede ich denn da? Heute ist der zweite. Ich muss aber am vierten hochladen. Ach so, teilnehmen könnt ihr nur von jetzt 0 Uhr, wo das Video hoffentlich online geht. Und ich hoffe, dass alles funktioniert. Bis heute Abend, also dem 4. Dezember, bis 23:59 Uhr. Ihr müsst also schnell sein. Okay, das war's dann auch von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Viel Spaß und Glück bei den ganzen Adventskalendern, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, mein nächstes Video ist auch schon in Planung. Also, ich habe jetzt 3 Wochen lang nichts gemacht, wofür ich mich auch entschuldigen möchte. Und ja, viel Spaß. Und lest fleißig Weihnachtsbücher. Lest ihr Weihnachtsbücher? Ich habe eine ganze, ich kann euch ja mal zeigen. Also, ich habe jetzt dieses Buch erst gelesen. Dann kommt noch dieses lustige kleine Büchlein. Liebe macht die Herzen weit. Dann habe ich mir rausgesucht, Tel Cul Perus Weihnachten. Wünsch dich ins Wunderweihnachtsland Band 3. Ein diplomatischer Zwischenfall. Weiße Weihnacht wieder. Und dann lese ich gerade Eiskalte Weihnachten. Und ein Weihnachtsbüchlein, Büchlein. Ja, 40 Seiten habe ich auch schon ausgelesen. Also, ich habe genügend Weihnachtslektüre für dieses Jahr. Bin eingedeckt. Okay, nun reicht's aber und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.